Ich übergebe das Wort an Herrn Dr. Quade. Seit 1.2. zwar nicht mehr Angehöriger des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, aber in seiner neuen Funktion als Referatsleiter in der Sportabteilung des BMI weiterhin dem Sport eng verbunden. Wir freuen uns, dass er trotzdem die Zeit und die Gelegenheit genutzt hat, um seine Zusage, hier die Podiumsdiskussion zu leiten, einzuhalten. Ich übergebe das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Pohlmann. Es stand ja da auch in dem Heftchen drin, also es ist meine Abschiedsvorstellung hier, wenn man so will, für das BISP, natürlich mit sehr viel Wehmut. War ja eine lange Zeit, 25 Jahre, aber die Gründe brauchen wir jetzt hier nicht zu zelebrieren. Seit 1.2. ist das eine neue Aufgabe. Aber eine andere Aufgabe, mein Nachbar Ralf Rombach weiß das, die kann ich dann behalten jetzt. Also im Verband werde ich weiterhin tätig sein können. Ja, ich freue mich ganz herzlich, hier zum Abschluss das Podium begrüßen zu können. Ich glaube, im Einzelnen brauche ich die Person hier nicht mehr vorstellen. Ja, Namen stehen da, die Vorstellungen sind auch im Heftchen vollzogen. Wir haben hier 4 Workshopleiter und Herrn Professor Pfeiffer. Und es ist so vorgesehen, dass wir jetzt zu Beginn die Workshops von den Workshopleitern nochmal ganz kurz rekapitulieren. Ja, was ist da gelaufen? Maximal 3 Minuten, liebe Kollegen, maximal 3 Minuten. Und dann wollen wir einsteigen und einige Aspekte vertiefen in Form von einer hoffentlich Diskussion hier vorne. Wir werden natürlich nicht alle Aspekte diskutieren können. 13 Uhr ist hier Deadline. Ja, wir haben also jetzt noch 57 Minuten. Ich kann, ja, 13:15 mit Abschluss. Ja. Also, alles können wir nicht diskutieren. Ich habe auch einige Fragen aus dem Auditorium hier vorliegen. Die werden wir an der entsprechenden Stelle dann auch einbauen in der Diskussion. Deshalb möchte ich einiges bitten. Womit fangen wir an? Herr Nordmann, Workshop. Gut, Workshop. Workshop 3, Individualisierung im Hochleistungstraining, war sehr, sehr gut besucht. Es ist natürlich vollkommen klar, dass die Frage Individualisierung und Hochleistungstraining, dass man im Grunde genommen gar nicht darüber diskutieren muss, weil es kein akademisches Problem ist, sondern ein sehr praktisches, dass die Tätigkeit der Trainer und aller Beteiligten ganz unmittelbar bestimmt. Wir hatten 6 Expertinnen und Experten, die ihre Überlegungen hier zur Diskussion gestellt haben. Begonnen haben wir mit Dr. Jürgen Wick, der über Möglichkeiten und Grenzen der Individualisierung im Spitzensport gesprochen hat und dabei auf Beispiele aus dem Deutschen Skiverband, insbesondere Biathlon, zu sprechen gekommen ist, mit Ausblicken in Richtung Olympiavorbereitung bzw. Gesamtkampagne, Olympische Spiele zurückliegend und das, was vielleicht kommt, das, was auch andere Nationen machen. Ulla Koch, die Bundestrainerin der Turnerinnen, hat hier ihr Konzept vorgestellt, das gemeinsam mit ihrer Mannschaft, und dazu gehören die Trainerinnen und Trainer, Heimtrainer und Bundestrainer und alle Beteiligten, entwickelt worden ist, mit Blick auch ganz klar auf die Athleten oder die Athletinnen. Sehr, sehr interessant, differenziert nach 2, 3 Altersbereichen. Das war, denke ich, sehr, sehr informativ. Jörn Elberding, der leitende Bundestrainer Stabhochsprung, hat uns in seine Überlegungen zur Individualisierung anhand konkreter Beispiele bekannter Stabhochspringer, also für den Laien bekannter Stabhochspringer, aber auch von Talenten, die jetzt auf dem Weg sind, hier zur Kenntnis gegeben. Wir haben dann eine kurze Diskussionsrunde geführt, die allerdings schon mal ziemlich interessant war, und hatten nachfolgend einen Block, der sich insbesondere mit dem Rudern beschäftigt hat. Ralf Müller als langjähriger Rudertrainer und verantwortlicher Bundestrainer für die Großboote im Deutschen Ruderverband hat die Konstellation Rudern dargestellt. Das wurde ergänzt, sehr interessant, am Ende durch Robert Senz, der eine Brücke geschlagen hat zu dem Ansatz, den Professor Pfeiffer entwickelt hat zur simulativen Trainingswirkungsanalyse, wo dieses Konzept ganz genau mit aufgenommen wurde bei der Vorbereitung der Leichtgewichtsruderer, abgestimmt mit dem Verband. Also dort wurden oder werden offensichtlich bestimmte Pfade, die sich mancher Laie vorstellt, was den Durchgriff von einem Spitzenverband betrifft und die Ausschließlichkeit einzelner Konzepte,
Die wurden hier offensichtlich verlassen und man darf sehr gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das, was wir in der Kürze der Zeit von Robert gehört haben, war ausgesprochen interessant und ich denke auch eine macht sehr viel Hoffnung, dass also solche Ansätze mit Blick auf Individualität und Individualisierung unserer Athletinnen und Athleten im Training und im Wettkampf eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird und dass wir dort jede Menge zu tun haben, sowohl die Praxis als eben auch die Wissenschaft. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon mehr als 3 Minuten gesprochen, aber nicht sehr viel mehr. Alles gut, danke. Ralf. Ja, Behindertensport, wir hatten einleitend 3 Projekte, die schon umgesetzt wurden, kurz dargestellt als Ergebnis des ersten Projektes, das war intermittierendes Höhentraining. Zusammenfassend kann man sagen, es gibt individuelle Schwellen des Höhentrainings, nicht jeder darf auf gleicher Höhe Höhentraining absolvieren, weil das unterschiedlich adaptiert wird. Zweitens ist so, dass, das gilt für den Behindertensport, dass aufgrund der wenigeren Muskelmasse, die man einsetzt, in der Regel höhere Meereshöhen möglich sind. Im zweiten Projekt, das absolviert wurde, ging es darum, dass wir ein Sportgerät entwickelt haben, ein individuell angepasstes. Im Behindertensport muss man von Haus aus individualisieren, weil jeder Mensch mit einer Behinderung hat eine andere Form funktioneller Einschränkung und da muss man sehr gezielt drauf eingehen. Das haben wir bei diesem Schlittenprojekt geschafft. Das dritte Projekt, was wir hatten, da geht es darum, biomechanische Messgrößen im Direktfeedback zu generieren. Da wurden Stockkraftsensoren entwickelt, die sowohl Kräfte und auch natürlich Zykluszeiten und sogar auf dem Laufband dann auch die Kraftwinkel dargestellt werden können. Sehr wichtig im Behindertensport, weil auch hier wiederum aufgrund der unterschiedlichen Funktionen einfach die Strecken unterschiedlich gelesen werden müssen und auch versucht werden muss, unterschiedlich sich zu verbessern. Dann im zweiten Teil ging es darum, was noch wünschenswert wäre. Und da ist zum einen der Punkt, dass es mittlerweile sehr gute Tools gibt für die Trainingsdatendokumentation, allerdings sind die in der Regel nicht barrierefrei, das heißt für Blinde nicht zu lesen. Das wäre schön, wenn das gäbe, damit auch die Athleten sich selber reflektieren können und nicht immer nur vom Trainer gesagt bekommen, wie es denn war und wie es denn werden soll. Und ein zweites Projekt, das wird sozusagen die Weiterentwicklung der Stockkraftmessungen und des Direktfeedback ist, dass man Wettkampfstrecken simuliert, dass man Prognosezeiten versucht zu erzielen, indem man auf standardisierten Strecken auf Laufbändern trainiert, die speziell für den Behindertensport auch präpariert sind. Danke. Herr Habrecht, das Thema Nachwuchs. Genau, Thema war bei uns Nachwuchsleistungssport. Wurde ja sehr breit, sehr ausführlich diskutiert. Bei Weitem, oder wir haben viele Themen angesprochen, bei Weitem nicht alle so ausführlich diskutiert, wie notwendig oder wie möglich. Zusammenfassend würde ich ganz gerne die Karen Sandgraf zitieren, die mir etwa so sagte, dass es auffällig ist, dass alle beteiligten Personen, alle beteiligten Kreise dort einig sind, dass wir dringend strukturelle Veränderungen brauchen und es notwendig sozusagen ist, auch gemeinsam diese Veränderungen, in welche Richtung sozusagen die strukturellen Veränderungen hingehen sollen, ausdiskutieren sollten und dort richtungsweisend Weichen stellen sollten. Angesprochen wurden solche Sachen wie eine deutlich verbesserte Ausbildung der Nachwuchstrainer, dass dort Aspekte in der Ausbildung verdeutlicht werden, die zunehmend wichtiger werden, dass natürlich die Rolle des Nachwuchstrainers generell abgesichert, ja, auch bewusst sozusagen verbessert werden soll, sei es finanziell, sei es aber auch in der ganzen Einbindung, in seinem Stellenwert, weil zunehmend mehr sozusagen die Rolle des Nachwuchstrainers oder die Aufgaben des Nachwuchstrainers natürlich ein breites Spektrum einnehmen, aber da vor allem dann auch Aufgaben auf ihn zukommen, wo unter den aktuellen finanziellen, aber auch unter den aktuellen Ausbildungsgesichtspunkten der Trainer aktuell fast überfordert ist.
eine breite Diskussion ging darüber, wie binden wir die Nachwuchswettkämpfe ein, gerade die auf nationaler Ebene, auch die internationalen. Es besteht dort eigentlich mehr oder weniger eine einhellige Meinung, dass sie sehr gut, auch notwendig sind, wenn man sehr wissenhaft damit umgeht. Wichtig sollte immer sein, eine Fokussierung auf einen längerfristigen Leistungsaufbau, dass diese Nachwuchswettkämpfe nicht überbetont werden, dass dort nicht versucht wird, frühzeitig Erfolge zu erzielen, ohne Hinblick, ohne Sichtweise auf die spätere Karriere eines Athleten. Angesprochen wurde die deutlich verbesserte Vernetzung zwischen Ausbildung und dem Sport selber. Es gibt schon viele Initiativen, Universitäten, die dort sich speziell auch an die Stützpunkte wenden, aber hier ist natürlich ein breiter Bedarf, dass wir die angestrebte, aber auch notwendige duale Karriere ermöglichen, aber auch so ermöglichen, dass der Sport im Vordergrund stehen kann. Und hier besteht noch breiter Bedarf, dort mehr zu tun, ja, den Athleten, den Trainern eine bessere Möglichkeit zu bieten, dass auch die Zukunft in der Beziehung abgesichert sein kann. Angesprochen wurde zudem noch, dass der Transfer aus der Wissenschaft in den Sport, aber ich denke, das ist natürlich eine Forderung, die seit Jahren immer wieder aufkommt, verbessert werden könnte, dass dort wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in den Sport umgesetzt wird, dass dort nach Wegen gesucht werden, wie aktuell wissenschaftliche Erkenntnisse auch im Sport umgesetzt werden kann. Ja, soweit erstmal einige der Hauptaussagen. Ich denke, da waren noch viele andere dabei, aber ich denke, das fasst so grob die Sachen zusammen, zu denen wir gekommen sind. Aber da waren, wie gesagt, noch viele Sachen dabei, die wir hätten mal deutlich ausführlicher besprechen können. Danke. Zur Technik, Herr Moritz. Ja, zuerst mal war es uns ja ein Anliegen, dass nicht die Technik im Vordergrund steht, sondern der Nutzwert für die Sportler, für die Verbände, für die Erfolge. Das heißt, wir haben auch angefangen zu schauen, wo könnte man denn Unterstützung brauchen durch sowas wie Wearables und sind auf vier Kategorien von möglicher Unterstützung gekommen. Das eine ist im Wettkampf selbst. Ein Beispiel kam aus dem Behindertensport auch, dass der Athlet der Guide eine bessere Idee hat, der gerade zum Beispiel beim Skisport vor dem Athleten fährt, wo der genau ist, wie der ist, wie man die Information aufnehmen kann und wie man sie anzeigen kann. Und vieles hing auch zusammen mit der Präzision der Abläufe im Wettkampf, die man dadurch, dass man die währenddessen auch wahrnimmt, vielleicht besser steuern kann in unterschiedlichsten Spielarten. Wir hatten den Punkt der Dokumentation. Vieles an Dokumentation von Trainingsleistungen in Abhängigkeit mit Parametern wird halt einfacher, wenn das Ganze aber automatisch nebenbei mit aufgezeichnet wird. Das haben sich viele gewünscht, dass da Aufwände reduziert werden und auch durch die Verbindung der verschiedenen Datenebenen die Qualität gesteigert wird. Im Training war einer der Punkte beispielhaft, dass man die Ausübungen, gerade komplexe Bewegungen, Schwimmen oder auch Judo, jetzt besser verstehen kann und auch Trainingsgeräte zum Beispiel bauen, die jetzt auf die spezifischen Ausübungs- oder Komplexität der Ausübungsbewegung mit eingeht oder auch Animationen mitbauen kann dafür. Und eine ganz neue Idee war, ob man nicht auch Spitzensportler untereinander, so ähnlich wie im Freizeitsport, in Szenen vernetzen kann, dass sie sich halt auch sportartübergreifend vielleicht gegenseitig pushen, motivieren, voneinander lernen können und so weiter. Wir haben dann geschaut, was es alles gibt an Möglichkeiten, an Wearables und haben versucht mal nur zu sagen, was kann man alles aufnehmen, alle möglichen Kräfte, Momente, Bewegungen, Vitalparameter und sonstiges. Wo kann man sie alles aufnehmen? Am Handgelenk, am Kopf, in der Kleidung, im Schuh. Und vieles mehr. Wichtig auch, dass man nicht nur die Personen, sondern auch die Umgebung mit vernetzen kann. Das heißt beispielsweise den Ball oder den Hang und die verschiedenen Zustände. Und dass man auf jeden Fall Systeme entwickeln und bauen müsste, um in vielen Fällen einen wirklichen Nutzwert zu erzielen. Wir haben dann nochmal gefragt, was jetzt die konkreten Wünsche wären für Projekte. Und viele dieser Wünsche hatten zu tun mit auch einer Systemgestaltung, dass man sagt, All die verschiedenen Trainingsbedingungen, Wettkampfleistungen, die aufgenommen werden, könnte man eigentlich noch viel besser und viel automatisierter miteinander vernetzen, um sie so einfacher interpretieren zu können. Oder auch
ein spannender Gedanke, der Trend, der vom Ansgar Thiel heute Morgen berichtet wurde, mit der Immersion in unterschiedliche mobile Devices, dass man nicht sagt, man schottet ab, sondern man nutzt die zum Beispiel um eine Art, es hieß dann Überwachung, ich fand den Ausdruck jetzt ein bisschen gefährlich, um besser zu verstehen, was die Sportler insgesamt alles machen und um da vielleicht auch andere Arten der Ansprache und der Unterstützungsleistung nehmen zu können, also das zu nützen. Und einiges mehr, das ist jetzt nur exemplarisch beispielhaft, wir hatten schon eine sehr lebhafte Diskussion in der Gruppe. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man da tatsächlich Lösungen hin? Da bestand aus zwei Elementen. Einmal hat der Sebastian Brenger vorgestellt, welche Fördermöglichkeiten es im BISP, aber natürlich auch jenseits des BISP gibt, gerade solche Projekte wie mit Wearable Technologies, die einen hohen Technologieanteil haben, könnten natürlich auch von den ganzen unterschiedlichen Arten der Technologieförderung profitieren, die teilweise aber gar nicht den Sportverbänden oder auch nicht den Sportunternehmen bekannt sind. Und wir hatten deswegen, das war auch eines der Elemente, schon im letzten Jahr begonnen mit der ISPO zusammen, so eine Art Fördermittellotsen für die Sportindustrie aufzubauen und auch die Überlegung, ob das nicht auch für Verbände nützlich sein kann, um zu gucken, wo kann man denn noch jenseits eben von BISP und BMI direkt finanzielle Förderung erhalten. Wie wird es Teil 2, habe ich noch mitgebracht. Die zentralen Aussagen, was muss prinzipiell geschehen, damit ein Nutzwert entsteht durch Wearable Technologies, wichtig, dass man solche Projekte als Systeme denkt, dass man nicht nur sagt, ich baue irgendwie einen Messapparat und messe irgendwas, sondern das muss in die Trainingsgestaltung, das muss in das Bewusstsein der Athleten und der Trainer rein, das muss verbunden werden mit anderen Systemen und muss auch kompatibel sein zu Interpretationsplattformen, Netzwerken und so weiter und so fort. Die Verbindung zum Markt im weiteren Sinne, je mehr man es schafft, auch jenseits einzelner Spitzensportanwendungen in anderen Verbänden oder auch in breiten Sportanwendungen zu finden, umso mehr Geld kann dementsprechend in die Entwicklung investiert werden und umso eine höhere potenzielle Qualität wird erzielt. Der gezielte Fokus ist, das kam immer wieder, es war ja unser Anliegen, nicht alles zu messen, sondern genau gucken, wo kann man denn wirklich Hilfe brauchen und sich darauf zu setzen und auch eine Qualität zu erzielen. Das heißt, neben den Messinformationen, die ja immer mehr überhand werden, braucht man auch sehr mächtige Interpretationen und Algorithmen, um da einen wirklichen Nutzwert draus zu ziehen. Sonst hat man halt viele Informationen, kann jetzt nichts damit anfangen, das ist sehr kontraproduktiv. Also nicht immer mehr gleich besser, sondern es geht ja auch was verloren an Zeit, an Energie, an Fokus. Damit das erfolgreich werden kann, wichtig institutionelle Kooperationen auch. Das wurde hinterher nochmal angesprochen. Und selbstlernende Systeme, die sich selbst immer weiter verbessern. Und der Nutzung von vorhandenen Technologien, gerade als ganz einfaches Beispiel, die Microsoft Kinect hat dann viele Anwendungen ermöglicht, die plötzlich fast nicht mehr kosten, die vorher halt unendlich teuer waren, um so eine Standardtechnologie zu nutzen. Gewünscht wurde mehr übergreifende Interaktion, vielleicht auch eine Plattform zu schaffen, wo es mehr von diesem Austausch gibt. Das war ganz offensichtlich, dass der Austausch von Personen, die jetzt Technologien zur Verfügung stellen können, die daran forschen und die nutzen, noch viel intensiver geführt werden muss, dass das noch viel zu selten ist, dass sich die einzelnen Gruppen viel mehr untereinander austauschen, die dies wollen, die dies können und nicht miteinander. Und dass man so eine Art Plattform aufbaut, das Netzwerk der Wissenschaftskoordinatoren wurde mehrfach erwähnt, hat sich direkt angeboten, da in dieser Interaktion mitzuwirken und gewünscht wurde auch ein weiterer, ein bisschen ausführlicherer Workshop, um die Gedanken weiterzutreiben. Ja, danke. Da waren schon einige Dinge drin, die wir vielleicht nachher noch etwas vertiefen wollen in der Diskussion. Ich komme wieder zurück jetzt auf das zentrale Thema hier, nämlich die individuelle Trainingsdiagnostik und Steuerung. Es sind ja viele Beispiele genannt worden, speziell in dem Workshop hier von Herrn Nordmann. Die Frage jetzt hier einmal an die Trainer und zum anderen dann auch an die Wissenschaft. Diese eingesetzten Methoden,
die haben ja mehr oder weniger große Validität aus wissenschaftlicher Sicht. Ist das für die Trainer relevant, dass die Methoden wissenschaftlich abgesichert sind? Wäre die Frage speziell hier nach rechts. Und auf der anderen Seite ist es ein Anspruch der Wissenschaft, dass möglichst evaluierte Methoden in diesem Bereich eingesetzt werden. Ja, ich fange mal mit den Trainern an. Also, Entschuldigung, also ich halte das für sehr wichtig, weil sagen wir, das, was wahr ist, ich halte das für sehr wichtig, weil das, was wahr ist, funktioniert letztlich auch. Und es muss auch nachvollziehbar sein, gerade wenn man die Athleten mitnehmen will, um was Neues zum Beispiel zu erarbeiten, dann muss man die überzeugen. Und deshalb halte ich das schon für sehr wichtig. Ja, kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, dass natürlich die Wahrheit selber schon für uns sehr wichtig ist. Ich glaube, das Wichtigste, was gerade angesprochen wurde, ist natürlich die Funktionalität. Ja, wenn ich ein Videosoftwareprogramm habe, wo ich 1000 Daten messen kann, ist das für mich irgendwann einfach nicht mehr nutzbar, weil der Aufwand, das einzusetzen, für mich zu hoch ist. Und daher ist es für mich in der Praxis, in der täglichen Arbeit schon wichtig, dass ich klare, aber wenige Faktoren habe, auf die ich mich verlassen kann, aber die ich dann auch anwenden werde. Ja, gut, ich würde ganz gerne den letzten Beitrag und auch den davor nochmal aufgreifen, und zwar zunächst erstmal aus Sicht der Trainingswissenschaft, wenn wir uns im Bereich der Diagnostik befinden, zu differenzieren zwischen Daten und Informationen. Das war das, was vorhin ja vielleicht auch angesprochen wurde, wenn es um die Individualisierung geht. Und zwar der Gestalt, dass wir sicherlich sehr viele Daten erheben können, und das wird auch in der Zukunft immer weiter so gehen, das wurde ja auch schon angedeutet, und der darin liegenden Informationen. Also wie finden wir die Information, die relevant ist, um sozusagen das Individuum richtig sozusagen einzuschätzen, wenn es um die Diagnostik geht und später dann bei der Steuerung auch um diese Parameter zu verändern. Also wie kommen wir zu den relevanten Zielgrößen für das Individuum? Und ich denke, da muss die Trainingswissenschaft vor allem einen Beitrag leisten, diese Informationen in den Daten zu finden. Und das hatte ich, glaube ich, gestern in dem Überblicksbeitrag oder Statement dann auch angedeutet. Das betrifft die Leistungsdiagnostik, also Strukturmodelle, wo erstmal herausgefunden wird, was ist überhaupt für die jeweilige Sportart und vielleicht auch differenziert nach Leistungsniveau, Geschlecht und andere Kriterien, die der Kollege Farauti hier schon genannt hat. Was sind denn die wesentlichen Informationen aus den Daten, die für diese spezielle Sportart relevant sind? Das wären sozusagen sogenannte Ad-Hoc-Theorien auf dieser Ebene, die wir da entwickeln müssen. Und dann als nächsten Schritt noch weiter drunter, was sind denn aus diesen sozusagen Ad-Hoc-Theorien, die für eine bestimmte Gruppe in einer bestimmten Zeit gelten, dann relevante Dinge für den Einzelfall? Also welcher dieser Parameter ist es denn im Einzelfall, der relevant ist? Und das ist dann sowas wie ein individuelles Leistungsstrukturmodell. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir da natürlich die Daten erfassen müssen, auch relativ umfangreich, aber in den vielen Daten letztendlich diese wesentliche Information finden müssen. Und das ist letztendlich die Zusammenarbeit. Und da sehe ich vor allem im Bereich der Diagnostik, und das ist jetzt übergreifend, ob das jetzt Leistungsdiagnostik ist oder letztendlich die Abbildung des Trainings, wenn man das mal als Trainingsdiagnostik beschreiben wollte, oder Trainingskontrolle, das gilt für beides. Und daraus abgeleitet letztendlich die individuellen Modelle zu erstellen. Und alles, was sozusagen darunter liegt, verlässt ja dann auch den Gegenstandsbereich der Trainingswissenschaft, also so letztendlich die akademische Ebene. Und da muss aber die Trainingswissenschaft Theorien bereitstellen, denke ich. Herr Neumann. Das Thema hat auch uns im Workshop Hochleistungstraining beschäftigt. Und es kam da von Ulla Koch und auch von Jörn Anmerkungen, dass Trainer Athleten lesen können, erfahrene Trainer Athleten lesen können. Das deckt sich mit dem Ansatz, den Herr Pfeiffer auch jetzt gerade gesagt hat. Unsere Trainer ertrinken oftmals in einem Meer an Daten und sie dürsten eigentlich nach Informationen oder noch besser nach Wissen. Und dass das ganze Geschehen sehr komplex ist, ist vollkommen klar. Und gestern ist ja auch schon mehrfach gesagt worden, dass es sicherlich nicht den goldenen Schnitt gibt, einen Parameter für irgendwelche Dinge zu finden. Deshalb hat das Ganze auch einen ganz starken Bezug zu Fragen der Aus- und Fortbildung und zu Fragen der Zusammenarbeit zwischen Trainingspraxis und Wissenschaft. Deshalb finde ich solche Veranstaltungen, wie wir sie hier erlebt haben, erneut, einmal mehr, sehr, sehr hilfreich, weil sich sicherlich Trainer auch hier jede Menge Ideen und Anregungen holen,
die dann in der täglichen Arbeit umzusetzen sind, auch in der unmittelbaren Zusammenarbeit hoffentlich mit Experten aus der Forschung. Und dazu braucht es im Prinzip, ja, wie soll ich mal sagen, vertrauensvoller Zusammenarbeiten, dass das Ganze gut funktioniert, dass das also von beiden Seiten gewollt wird. Und dann, denke ich, können auch zum Beispiel verschiedene Kleinstudien gut mithelfen, solche Dinge anzulegen. Und ich denke, das geht dann auch in so eine Richtung, wie Elmar sie gesagt hat. Ja, vielen Dank. Ich halte erstmal fest, dass von Seiten der Sportpraxis, also der Trainerschaft, Wert auf validierte Methoden gelegt wird. Das ist wichtig, weil wir ja immer wieder feststellen, dass ja häufig diese Kommunikation zwischen dem Wissenschaftsbereich und der Praxis, sagen wir mal, suboptimal ist. Ja, wir haben es immer wieder festgestellt, die Akzeptanz, die nachhaltige Anwendung von Erkenntnissen der Wissenschaft, da hapert es häufig dann in der Sportpraxis. Woran das auch immer liegt, ja, das kann ja durchaus sein, dass es ganz andere strukturelle Begründungen dafür gibt. Ja. Aber wichtig ist aus meiner Sicht festzuhalten, es wird Wert auf Validität gelegt und ich denke, das ist eine gute Basis, um zusammenzukommen da. Herr Moritz. Ja, vielleicht kann ich da gleich nochmal eine Perspektive aus der zur Innovation dazufügen, wo wir feststellen, dass es schon sicher ein großer Nutzwert ist, wenn bestimmte Trainingsverfahren als Beispiel oder bestimmte Realisierungsszenarien für die Anwendung neuer Technologien in Sportarten wissenschaftlich fundiert ist und wenn durch wissenschaftliche Studien die Qualität von Informationen verbessert wird. Ich würde es nur nicht als Ausschlusskriterium nehmen. Für mich der oberste Faktor ist der tatsächliche Nutzen für die Sportler und die Verbände. Und da gibt es bestimmte Zusammenhänge, die eben noch nicht validiert sind, aber doch, sei es aus gesundem Menschenverstand, aus Erfahrung, aus welchen Gründen auch immer, nützlich sind. Und wenn sich dann die Sportwissenschaft versteht als ständige Verbesserung des Wissens, also ständige Verbesserung der Qualität und nicht den Anspruch hat, ihr dürft aber nur das nehmen, was wir schon validiert haben und ansonsten nichts, dann glaube ich, ist auch die Akzeptanz besser. Der Nutzen für mich, für die Sportler, sollte unbedingt im Vordergrund stehen. Vollkommen richtig. Hatte ich auch nicht damit gemeint, dass es ausschließlich sein muss. Daran anschließend ist eine dieser Fragen, die hier gestellt wurden, die werden wir jetzt nicht beantworten können, ich will sie nur kurz nennen. Wie kann der Transfer, ich gehe davon aus, es geht um wissenschaftlichen Transfer oder Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wie kann der Transfer in die Sportpraxis verbessert werden? Ja, personelle, materielle Unterstützung der Sportverbände. Das geht da aus meiner Sicht sehr in strukturelle Bereiche rein, nicht so sehr jetzt in einzelne inhaltliche Bereiche. Wie gesagt, ich will die Frage nur nennen, können wir jetzt nicht klären. Ich komme aber am Ende in diesem Zusammenhang noch mal auf das zurück, was wir ganz am Anfang auch gehört haben. Eine andere Frage war dann vielleicht der Herr Habrecht oder auch was gestern hier von Herrn Pfeiffer diskutiert wurde, die Altersspezifität der Geschichten. Man könnte ja jetzt so ganz grob meinen, gut, im absoluten Spitzenbereich muss man extrem individualisieren, weil die auch die Gruppen da kleiner sind und haben wir die Möglichkeit, ihn zu individualisieren. Vielleicht auch, weil die Rahmenbedingungen da aufgrund der Menschen, die um Spitzensportler herum agieren, größer sind, einfach mehr sind. Und man könnte meinen, im jungen Trainingsalter ist das noch nicht so notwendig. Ja, ich glaube aber, nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, das ist auch im Nachwuchsbereich, wo immer den jetzt auch ansetzt, schon notwendig. Jetzt kommen Sie aus einer Mannschaftssportart, ja, wo das vielleicht etwas komplizierter ist. Hier haben wir eine Individualsportart. Fangen wir auch wieder mit Ihnen an. Wie weit ist das auch auf den Nachwuchs runterzubrechen? Und sind das die gleichen Methoden, die eingesetzt werden, die gleiche Breite oder macht man Abstriche? Sind es alle Bereiche? Ist es mehr die physiologischen Bereiche oder sind es Biomechanikbereiche? Wo kann man da und wie kann man und wo kann man differenzieren? Das Thema in einer ähnlichen Form haben wir heute auch schon andiskutiert. Unsere Erfahrung, meine Erfahrung ist ganz klar die, dass man bei jedem einzelnen Athleten darauf achten muss, in allen Bereichen Persönlichkeit, schulische Entwicklung, motorische Entwicklung, dass dort sehr unterschiedliche Standards oder sehr unterschiedliche Entwicklungen vorgenommen wurden. Und dass man gerade in der Mannschaftssportart, gut bei Beachvolleyball ist es etwas einfacher, aber dass man schon sehr genau darauf achtet, wo sind die, wo holen wir die ab oder wo wollen wir mit denen hin und dann entsprechend auf solche Sachen eingeht. Interessante Bemerkung kam dann allerdings auch, dass man sagt, gerade am Anfang, in den Einstieg in den Leistungssport oder in den Sport, sind schon Sachen notwendig, die auch
in einer großen Gruppe, in einer größeren Gruppe besser sozusagen auszubilden sind, sodass man da diese Individualität ein bisschen in den Hintergrund schieben sollte. Ja, wobei das im Endeffekt ja dann doch um den Athleten selber geht, um die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Aber also diese reine Ausbildung auf Individualität, diese nur Konzentration auf diese eine Person, auf diese Persönlichkeit, ist zweischneidig. Letztendlich, unsere Erfahrung, meine Erfahrung ist aber schon ganz klar die, dass man immer wieder gucken muss, wo ist der Athlet, was fehlt ihm noch und wie kann er sich entwickeln, was müssen wir dazu beitragen oder ist halt der Sport ein kleiner Teil. Da sind gerade persönliche Persönlichkeitsentwicklungen, charakterbildende Sachen, ich will nicht sagen wichtiger, aber ein ganz wichtiger Punkt, auf den auch unter anderem zu achten dann ist.